Wir befinden uns hier im Schweizerischen Institut für geistiges Eigentum und gleich werden wir der Direktion einen offenen Brief übergeben, der von fast 10.000 Schweizerinnen und Schweizern unterschrieben wurde. In diesem Brief haben wir Bundesrätin Simonetta Sommaruga dazu aufgefordert, dass sie sich für ein europaweites Verbot von Patenten auf konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere einsetzt. Denn diese sind keine Erfindung und sollten daher auch niemandem gehören. Obwohl sich NGOs, Züchterverbände, aber selbst die EU-Kommission seit Jahren gegen diese Patente wehren, erteilt das Europäische Patentamt immer wieder genau solche Patente. Erst kürzlich auch auf Bier, denn Carlsberg und Heineken haben Patente auf ein spezifisches Brauverfahren erhalten, also auf die Gerste, das Verfahren und sogar das Bier selbst. Weil aber der politische Widerstand wächst, trifft sich jetzt das EPA in Den Haag nächste Woche und auch die Schweiz ist als Mitgliedstaat an diesem Treffen dabei. Es wird dort entscheiden, ob und wie diese Patente in Zukunft noch erteilt werden können. Wir fordern heute nochmals von der Schweiz, dass es sich beim EPA-Treffen dafür einsetzt, dass ein wirksames und schlagkräftiges Verbot auf den Tisch kommt. Leider sieht es im Moment so aus, als würde ein wässriger Vorschlag durchkommen, der zwar ein Grundsatzverbot enthält, aber der nach wie vor sehr viele Schlupflöcher ermöglicht. Das heißt, an der Patentpraxis würde sich kaum etwas ändern und auch die Patente von Heineken wären beispielsweise in Zukunft noch möglich. Wir finden, das geht nicht, denn es geht hier schließlich um die Grundlage von unserer Ernährung und wir möchten auch in Zukunft kein nicht patentiertes Bier trinken können. Danke für eure Unterstützung.